Ich begrüße Sie und euch, Sie im Internet jetzt dazu gekommen sind, und euch alle, die ihr heute hier seid, sehr herzlich. I really heartily welcome you, everyone here in the church, and those who are joining us in the internet. Heute ist ein besonderer Tag. Today is a very special day. Heute ist der Tag des Herrn. Today is the day of the Lord. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. This is the day the Lord has made. Lass uns freuen und fröhlich sein. Let us be joyful and be happy. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. For the joy in the Lord is our strength. Und trotzdem gibt es Momente, die nicht so einfach sind. And still there are moments that are not easy. Darum geht es heute. This is our topic today. Manchmal ist es schwer und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sometimes it's ugly and we do ask ourselves how to work on this. Wir haben vorhin ein Lied gesungen. Before we sang a song. Ich weiß nicht, ob ihr den Text versteht, aber ich erkläre ein bisschen, was es bedeutet. I don't know whether you understand the text. Wenn die Meere toben. When the oceans rise. Und Stürme wehen. And thunders roar. Werde ich mit dir, Jesus, übers Wasser gehen? I will soar with you up, and I will walk with you over waters. Wie Petrus? Like Peter. Petrus hat gesagt, Jesus, wenn du das wirklich bist und kein Gespenst da im Nebel. Peter said, if it's really you, Jesus, and no ghost in the fog. Dann ruf mich und sag mir, ich soll aufs Wasser gehen und zu dir kommen. Then call me out on the water. And coming to you. Und Petrus war der einzige der Jünger. And Peter was the only disciple. Die anderen haben gesagt, oh, ein Gespenst. The others said, a ghost. Aber Petrus hat gesagt, wenn du es bist, Jesus, ruf mich und dann werde ich aufs Wasser gehen. Peter said, if it's you, Lord, call me and I will walk upon the water. Und du bist der König über Wind und Flut. You're the king over wind and flood. Mein Herz wird still, denn du bist gut. My heart will be still, then for you are good. Petrus hatte Vertrauen zu Jesus. Peter had confidence in Jesus. Und wie ist das bei uns? And how with us? Manchmal, wenn wir gut drauf sind, sagen wir, hey, Jesus, you are so good. Du bist so gut zu uns. Sometimes, if we are fine with ourselves, we say, Jesus, you are so good, you are so good to us. Aber wenn wir harte Zeiten haben, but when we have rough times, sagst du dann auch, oh Jesus, du bist so gut zu mir. Ach, so schrecklich. You still say, Jesus, you are so good to me. Sagt ihr das? Do you say that? Oder sagt ihr, was für ein blöder Tag. What for a bad day. Was für ein schlimmer Monat. What for a misty month. Ah, kein Geld. No money. Keine Ahnung, wie es weitergeht. No clue how to go on. Meine Perspektive kenne ich nicht. My perspective is unknown to me. Sagst du dann auch? Jesus, du bist so gut zu mir. You still say, Jesus, you're so good to me. Oder sagst du dann, What do you say? In deinem Herzen. In your heart. Manchmal ist das Leben nicht so einfach. Sometimes life isn't easy. Und doch denken wir oft, wenn wir gut drauf sind. And still we are thinking, when we're fine with ourselves. Ich habe alles unter Kontrolle, ich habe alles im Griff. Everything is under control. I am in control. Und dann? Kommt es plötzlich ganz anders. Suddenly it's very different. Plötzlich musst du dein Land verlassen. Suddenly you have to quit your country. Plötzlich bist du in einem fremden Land. Suddenly you're in a strange and a foreign country. Oder du hast einen Menschen verloren, den du geliebt hast. Or you lost someone you loved. Vielleicht ist er gestorben, vielleicht ist er weggegangen. Perhaps he died, perhaps he went away. Vielleicht passiert etwas Schlimmes und du wirst sehr krank. Perhaps something bad happens and you will be very sick.
Und dann stehst du da und fragst Gott, was soll das denn? And you stand and ask God, hey, what's that? Ich denke, du hast einen guten Plan für mein Leben. I thought you have a good plan for my life. Ja, und sieht der so aus? Is that how it looks like? Ist das alles? Is that all? Kennt ihr solche Fragen? Do you know these questions? Oder nie? Or never? Sagst du immer, oh, Jesus, du bist gut zu mir. Do you say always, Jesus, you're good to me? Auch wenn es schwer ist? Even when it's hard? Das yes. Yes? Yes. Oh, aber du hast das gelernt, das war nicht immer so vielleicht. War es nicht. Please translate. Okay. The preacher asked, and I said, yes, I do praise the Lord, even if it's rough times. For I really know that he is good. I have to confess, I learned it. It was a hard way. Uh-huh. But today, I do it this way, for he is better. Wir gucken uns mal eine Situation an, die in Matthäus 23, Vers 1 bis 12 geschrieben ist. We look to a story in Matthew 23, verse 1 to 12. Okay. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern. Jesus spoke to the people and to his disciples. Und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. And said, on Moses' stool today, the scriptures and the Pharisees are sitting. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, tut's aber nicht. Everything now what they say, do and keep it. But their works you should not do. For they say, but they don't do. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. For they bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on the man's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. So machen sie ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. But all the works they do to be seen by men, they make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen. They love the best places at feasts, the best seats at the synagogues. Und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt werden und von den Leuten Rabbi genannt werden. Greetings in the marketplaces and to be called by men Rabbi Rabbi. Ich lese das jetzt einfach weiter. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are brethren. Do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven. And do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. But he who is greatest among you shall be your servant. And whoever exalts himself will be humbled, and to he whoever humbles himself will be exalted. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder und Schwestern. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Das ist unbequem. That's not comfortable. That's not comfortable. Ça c'est incommode. Und
wenn wir das hören, if we listen to this, Diener sein. To be a servant. Willst du ein Diener sein? Do you want to be a servant? Jesus selber, Jesus himself, ist vom Himmel herabgekommen. Came down from heaven. He came from heaven to earth to show the way. Ja? Er kam vom Himmel auf die Erde, um den Weg zu zeigen. From the earth to the grave. Von der Erde in das Grab. And from grave from grave to heaven. Und vom Grab wieder in den Himmel. Und das hat Jesus getan. Und Jesus did this. Wenn du fragen würdest, Jesus, war das bequem? When you ask Jesus, was that comfortable? Das fragst du nicht. Du weißt, dass es schrecklich war. You don't ask, for you know that was bad. Mensch zu werden. To become man. Schmerz zu fühlen. To feel pain. Traurigkeit zu fühlen. To feel sadness. Enttäuschung zu fühlen. To feel disappointments. Das ist nicht komfortabel. That's not comfortable. Aber Jesus hat gesagt, für die Menschen, für dich. But Jesus said, for men, for you. Tue ich das. I do it. Er war sich nicht so schade. Er hat es getan. He did it. Weil er es für dich tun wollte. Because he wanted to do it for you. Und für sie. And for you and the internet. Okay. Für jeden Menschen. Okay, for every nicht people. Nur die heute hier sind. Not only for those being here today. Und wenn wir im Ort unterwegs sind. And when we are on our ways in the city. Im Supermarkt. In the supermarket. Und da drängelt einer mit seinem Wagen. And someone is pushing with his chariot. In deine Fersen. Into your feet. Ja. Down there in the ankles. Dann zu sagen, dieser Mensch ist auch von Jesus geliebt. And then to say, even this man is loved by Jesus. Das bedeutet, Jesus ist der Erfinder von Vergebung. That means Jesus is the creator of forgiveness. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. The Father, the Son and the Holy Spirit. Der Vater hat einen guten Plan für dein Leben. The Father has a good plan for your life. Und Jesus sagt, and Jesus says, so wie ich vergebe, sollt auch ihr vergeben. As I forgive, you shall forgive. Und der Heilige Geist schenkt die Buße. And the Holy Spirit gives repentance. Das ist nicht bequem. That's not comfortable. Buße ist nie bequem. Repentance is never comfortable. Aber der Heilige Geist schenkt sie. But the Holy Spirit gives it. Und dann kannst du von Herzen sagen, es tut mir leid. And then you can say by heart, I'm sorry. Wenn du das nicht tust. If you do it not. Haben wir genau das, was wir in Matthäus 23 gelesen haben. Is it exactly that what we read in Matthew 23? Ja, der Größte unter euch. The greatest among you. Dann sagst du, aber Gott, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. That means, God, I'm not this bad. Aber Schuld ist eigentlich der andere. The other one is responsible. Die Umstände sind schuld. The circumstances are responsible. Ich konnte ja gar nicht anders. I couldn't otherwise. Wo bleibt die Buße? Nochmal. Wo bleibt die Buße? Where is repentance? Lass sie dir vom Heiligen Geist schenken. Let it given to you by the Holy Spirit. Und lass dir zeigen, was deine Sünden sind. And let it be shown to you what are your sins. Und wenn du schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs bist. And if you are some time longer as a Christian, musst du nicht sagen, Gott, eines Tages wirst du mir vielleicht zeigen, was ich falsch gemacht habe. You don't have to say, God, one day you have to show me what I did wrong. Und vorher werde ich mein Verhalten auch nicht ändern. And until then, I won't change my attitude. Sondern dann weißt du es eigentlich. Sondern? Dann weißt du es eigentlich schon. Then you
know it, really, you do. Du weißt, was deine Sünden sind. You know what your sins are. Du weißt, wo du dich schlecht verhalten hast gegenüber jemandem. You know where you had a bad behavior against someone else. Du weißt, wo es dir an Liebe gefehlt hat für deinen Nächsten. You know where love was missing in you for the next one. Du weißt das, oder? You know it. Stell dich nicht hin und sag, Herr, wenn du mir das zeigst, dann werde ich was verändern. Don't stand and say, Lord, show me and then I will change. Sondern der Größte sein zu wollen bedeutet, der Diener aller zu sein. To be the greatest among others means to be the servant of them. Eine Mutter hat Jesus gefragt. A mother asked Jesus. Du Jesus. She asked, hey Jesus. Meine Söhne. My sons. Können die nicht zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen, wenn du auf dem Thron bist? Is it possible that they sit right and left of you when you sit on your throne? Weil du sie besonders lieb hast? Because you love them specially? Und Jesus hat nein dazu gesagt. And Jesus said no. Nicht wir entscheiden das, wen Jesus am meisten liebt. Not we decide who Jesus loves most. Sondern Jesus liebt jeden Einzelnen. But Jesus loves everyone, every single one. Und seine Liebe reicht für alle. And his love is enough for everyone, for all. Könnt ihr euch das vorstellen? Are you able to imagine? So viel Liebe, dass es für alle Menschen reicht. So much love that it is enough for all people. Stellt euch mal ein Fischernetz vor. Imagine a fishing net. Die ersten Jünger, die Jesus eingeladen hat mitzukommen. The first disciples Jesus invited to come with him. Waren Fischer. Have been fishermen. Einfache Leute. Simple men. Und Jesus hat zu vielen Menschen gesprochen. And Jesus did talk to many people. Und es wurde immer enger. And it becomes less space. Stellt euch 200 Leute in diesem Raum vor. Imagine 200 people in this room. Und Jesus steht hier vorne. And Jesus standing here in front of them. Bleibt nicht mehr viel Platz. There's no more space left. Und es werden immer mehr Leute. And there will be more and more people. Das ist gut, ladet mehr Leute ein. Invite them to come to faith. Ja, ladet mehr Leute ein, zum Glauben zu kommen. Ladet mehr Leute ein. Invited more people. Heute sind einige das erste Mal hier. Today some of you are here for the very first time. Herzlich willkommen. Be welcome. Das ist schön. That's fine. Und das hat damit zu tun, dass jemand erzählt hat, geh da mal mit, komm mal mit. And that is about something that someone said, come with me and show and look. Und heute hörst du ein bisschen von Jesus. And today you listen a bit of Jesus. Von Gottes Wort. From God's Word. Und Gottes Wort gilt nicht nur früher, sondern auch heute noch und in Ewigkeit. God's Word is not valid today, or not in earlier times, but today and in eternity. Und was Jesus gesagt hat, hat auch damals schon eine ganz besondere Wirkung gehabt. And what Jesus said had in ancient times already a very special effect. Er wusste das. He didn't know. Und nun war zu wenig Platz. And now there was too little space. Sie waren an einem Ufer des Sees, Genezareth. They were at the shore of the sea, Genezareth. Und da lagen zwei Boote. And there were two small ships. Und Jesus hat gesagt, können wir mal mit dem Boot ein bisschen auf Wasser fahren? And Jesus asked, can we go by boat on the water? Und dann war ein bisschen Abstand. And then there was space between the land and the boat. Hat er zu den Leuten gesprochen. And then he spoke to the people. Und es bewegte die Menge. And he touched the masses with his words. Und dann sind sie später wieder an Land gefahren. And later they came back with the boat to the shore. Und Jesus hat etwas Seltsames zu den Fischern gesagt.
And Jesus said something strange to those fishermen, his disciples. Die hatten ja schon die ganze Nacht gefischt. They did fish all the night. Und die waren müde. And they had become tired. Ihr seht auch ein bisschen müde aus. You too look a bit tired. Oh. Oh. So eine langweilige Predigt. Such a boring sermon. Jesus zuzuhören war nicht langweilig. To listen to Jesus wasn't boring. Oh, ich würde ihm gerne zuhören. Oh, I would like to listen to him. Wenn Jesus gleich reinkäme, ich wäre gerne dabei, ihm zuzuhören. When Jesus came in, I would be happy to listen to him. Und jetzt haben die Jünger ihm auch zugehört, also die Menschen ihm zugehört. Now the men listened to him. Und dann sagt er allen Ernstes zu diesen Fischern. And then he said to these fishermen, die ganze Nacht vergeblich gefischt haben. Who did fish without any success all the night. Da war nichts in den Netzen. There were nothing in the net. Vielleicht ein paar ganz kleine Fische. Perhaps some very small fish. Vielleicht zwei kleine Fische. Aber nicht genug für die ganze Familie. But not enough to feed the family. Nicht um was zu verkaufen für die Familie. Not to sell something. Die hatten Hunger. They were hungry. Und jetzt sagt Jesus allen Ernstes. And now Jesus says earnestly. Fahrt nochmal raus, werft eure Netze aus. Out on the boats again and again throw out your net. Manche von uns heute, today some of us, würden vielleicht sagen, would say, Jesus, hast du irgendeine Ahnung vom Fischen? Jesus, do you have some understanding, some experience in fishing? Kennst du dich überhaupt mit Fischfang aus? Do you know really something about fishing? Im Ernst, es ist hell, wir fischen immer nachts. It's now light. We always fish at night. Und vorhin war nichts. Wir haben die ganze Nacht gefischt, da war nichts. And early we had found nothing. We did fish, fishing all over the night. Wir sind jetzt echt kaputt. We're done now. Wir müssen jetzt mal ein bisschen ausruhen. We have to sleep. Und Jesus sagt, werft eure Netze nochmal aus. And Jesus says, throw out your nets again. Was sagen die Jünger, diese Männer? What do they, these fisher say? Oh nee, ich habe jetzt echt keinen Bock. There's one possibility is, oh no, I don't want now. Aber was sagen sie? But what do they say? Was sagt ihr? Tun sie es oder tun sie es nicht? What do you think? Will they do or will they not do? Wer sagt, sie werfen die Netze nicht aus? Who says they will not throw out nets? Wer sagt, sie werfen ihre Netze aus? Who says they will throw out their nets? Wer denkt, weiß nicht so genau. Who thinks, I'm not convinced either side. Vielleicht haben sie ja gesagt, vielleicht haben sie nein gesagt, vielleicht, man weiß es nicht genau. Perhaps they said yes, perhaps they said no. We don't know. Doch, wir wissen es, weil es in Gottes Wort steht. But we know, because it is written in God's word. Und sie tun es. And they do. Weil Jesus es gesagt hat. For Jesus had said it. Jesus hat gesagt, werft eure Netze aus. Jesus said, throw out your nets. Und das haben sie getan. And they did it. Und was passierte dann? And what happened then? Sind sie wieder ohne Fische nach Hause gekommen? Did they come home without any fishes? Sie haben so schwere Netze gehabt, dass die Netze anfingen zu zerreißen. They had so fully loaded nets that they seemed to break. Und das hat Glauben an Jesus und Vertrauen in ihn geweckt. And it was this doing was wakened by faith in Jesus. Und was sagt Jesus dann? And what did Jesus say after this? Er sagt zu zwei von ihnen. And he said to two of them.
Kommt mit. Come with me. Folgt mir. Follow me. Und wenn er das zu dir sagt, heute noch sagt. And if he says it to you today, he says. Jesus sagt, willst du mitkommen? Jesus says, will you come with me? Vertraust du mir? Do you trust in me? Und dann sagst du, ich denk mal in Ruhe drüber nach, würden die Norddeutschen sagen. And the North, people of Northern Germany would say, oh, take some time to think quietly. Frag mich doch in zwei Monaten it. Ask me again in some days. Wir vertagen das mal. We postpone it. Ich weiß nicht so recht. I don't know. Aber wenn Jesus dein Herz berührt. But when Jesus touches your heart. Und sagt, lässt du mich rein in dein Herz? And asks, do you let me enter your heart? Mach die Tür auf. Open the door. Und sag, yes. Sagst du dann, ja? Sagst du dann ja? Dann sagst du entweder yes oder du sagst si. Ja? Oder was auch immer du sagst. Then you say dann yes sagst du, ja. Or we or si. Jesus, komm in mein Herz. Jesus, come into my heart. Und auch wenn mein Leben schwer ist, even when my life is hard, gibt es Hoffnung. There is hope. Weil du die Hoffnung bist, Jesus. For you are the hope, Jesus. Und du hast das Leid auch für mich überwunden. And you convinced sorrow even for me. Das ist eine Verheißung, die auch heute noch gilt. A promise. Danke. Ich habe überlegt. You're welcome. This is a promise that's still aktuell today's time. Ja. Und wenn wir uns angucken, was im Volk Israel vor noch längerer Zeit passiert ist. And we have a and if we have a look to what happened to the people of Israel in long times ago, dann standen sie vor schweren Entscheidungen. Then they had hard to find hard decisions. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beschreibung kennt. I don't know whether you know this description. Was Mose tun sollte. What Moses did want to do. Gott hat gesagt. God did say. Führe mein Volk in das gelobte Land. Lead my people into the promised land. Und Mose macht sich auf den Weg mit dem Volk. And Moses starts this way with the people of Israel. Stellt euch mal vor, Gott würde jetzt zu Claudia hier sagen. Imagine God would say to Claudia. Stellt euch das mal vor, ihr kennt mich ein bisschen. Imagine, you know me. Claudia, führ mal das deutsche Volk ins gelobte Land. Claudia, lead the German people into the promised land. Dann würden einige von euch sagen, meinst du, dass sie die richtige ist, Gott? Some of you would say, do you really think, God, that she is the right person? Meinst du das wirklich? Do you really think? Ihr hättet so eure Zweifel. You would doubt. Und wenn ich jetzt sagen würde, Leute, and if I would say, people, wir gehen jetzt los in ein anderes Land. We now start to go over into another country. Dann würden einige von euch sagen, some of you would say, Claudia, du solltest Gottes Wort, was du so hörst, besser prüfen. You should prove God's word you listen to prove it better. Ich glaube, da braucht es eine andere Persönlichkeit dafür. I think that therefore it needs another personality. Außerdem, manche von uns sind noch gar nicht so lange in Deutschland. In addition, some of us aren't this long here in Germany. Und nun kommen wir hier gerade an. And now we just arrive. Und jetzt sagst du, wir gehen in ein anderes Land. And you say we go in another country. Nee, Claudia, ich glaube, das machen wir nicht. No, Claudia, I think we don't do it. Und es war Mose. Damals. In these ancient times, it was Moses. Aber Mose kannte das Volk auch. And Moses did know the people too. Und er sagte sich, Gott, ich kann gar nicht so gut reden. And he said, God, I'm not able to talk in a proper way. Warum sollen die Leute mir denn folgen? Why should people follow me? Er hat gesagt, Gott, ich glaube, ich kann das nicht. God, I think I'm not able. Er hatte sehr viel Respekt vor dem, was Gott zu ihm gesagt hat.
He had a lot of respect to, about that God said. Und was hat Gott gemacht? And what did God? Er hat ihm jemanden an die Seite gestellt. He put someone next to him. Der gut reden konnte. Who was able to talk properly. Und hat gesagt, Mose, du bist nicht allein. And he said, Moses, you're not alone. Ich stell dir jemanden an die Seite, der dir hilft. I put someone next to you, he helps you. Wir in Gemeinde, wir helfen einander. We, as a church, we help to das each other. Das klappt nicht immer, aber so gut es geht. It's not always pretty, but as good as possible. Mm-hmm. Okay, dann wusste Mose, da ist einer, der ist von Gott gesandt, ihm zu helfen. Then Moses did know there is someone God sent, and he will be a help to me. Und dann hat er ihm noch etwas gegeben, um Zeichen und Wunder zu wirken. And then he, God, gave something to cause signs and wonders. Er hatte einen großen Stab. He had a long stick. Mhm. Ein Hirtenstab. Hirtenstab. Behind that one is someone. It's at home now. Bitte? Seit einer Woche ist er zu Hause. Der Hirtenstab ist seit einer Woche zu Hause. Okay. Okay. Aber wenn er den Stab genommen hat, if he took his stick und ihn auf die Erde geworfen hat, and threw it on the earth, wurde es eine Schlange. It became a snake. Und dann, and then, konnten die Leute sehen, was ist das? And then people could see and what's that? Und dann haben sie gesagt, okay, wenn Mose das kann, and then they said, if Moses is able to do this, weil Gott ihm das gegeben hat, for God has given it to him, dann sollten wir Mose vielleicht doch folgen. Then it's better to follow Moses. Und sie sind mit ihm gegangen. And they went off with him. 40 Jahre. 40 years. Was für eine lange Reise. What a kind of long journey. Heute nimmst du ein Flugzeug und fliegst in anderthalb Tagen, zwei Tagen weite Strecken. Today you take an aeroplane and in one and a half day you have a long distances. Schiff ein paar Wochen. With a ship it takes some weeks. Aber damals zu Fuß. But then and by foot. 40 Jahre. 40 years. Das war auch für Mose nicht leicht. That wasn't easy for Moses. Und auch nicht für das Volk. But still not for the people. Haben sie manchmal geknurrt, oder? They grumbled. Das würdet ihr auch tun. You would do that the same way. Ich auch. Me too. Ich würde nicht sagen, Jesus, danke, dass du mein Leben so schön gemacht hast. 40 Jahre zu Fuß durch die Wüste, ja, super. I won't say, Jesus, thank you that you make my life so. 40 years through the desert, thank you. Nee, oder? Nee. Hm. Aber Mose hat etwas getan, was Gott nicht gefiel. Moses did something that didn't please God. Und daraufhin hat Gott gesagt, and therefore God said, Moses, du wirst das gelobte Land sehen. You will see the promised land. Aber du wirst das Volk nicht mehr in dieses gelobte Land führen. But you won't lead the people into the promised land. Und bevor das Volk ins gelobte Land gehen konnte, and before the people were able to walk into promised land, hat Gott Mose in hohem Alter heimgerufen. God called Moses in a high age. He was very old. He called him home. Und Joshua. And Joshua. Wer ist das? Joshua? His ascendant. Sein Diener. Yeah. Sein Nachfolger. Wer der Größte sein will, sei der Diener aller. Joshua was the servant of Moses, and what did Jesus say? Who wants to be the greatest among you, be your servant. Joshua war derjenige, der dann auch schon sehr betagt das Volk ins gelobte Land geführt hat. Joshua then, already old, I expect to be 70 years old, he was the one to lead the people, the Israel people, into promised land.
Und jetzt stellt euch das mal vor. And now imagine. Wir kommen jetzt, wir sind 40 Jahre unterwegs gewesen. We have been on the way for 40 years. Und nun stehen wir vor einem Land. And now we stand in front of the border of a new land. Aber da wohnen schon Leute. But there already live people. Und dann sagen wir, ha, Freunde, wir sind jetzt da. And then we say, friends, we're there. Gott hat gesagt, es ist unser Land. God did say it's our land. Was sagen die wohl? What will they say? Na klar, wir gehen gerne zur Seite. Of course, we make place. Oh nein, es gab Kriege. Oh no, there were wars. Es gab viel Kampf. There was a lot of protest. In Norddeutschland würden manche so machen. In North Germany, someone would make this sign. Weil ihr gut erzogen seid, macht ihr das nicht. For you're well educated, you don't do it. Okay. So, aber das war nicht so einfach. Und einige der Stämme Israels, wie viele Stämme gab es? That wasn't that easy. And some of the tribes of Israel, how many were they? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Stämme gab es? 12. 12 Stämme? Ja. Yeah. Mehr oder weniger? Wer bietet mehr? 12 ist schon gut. Und einige von ihnen haben angefangen, das Land einzunehmen. And some of them did start to take over this country. Jetzt stell dir mal Deutschland vor. Imagine Germany. Im Süden gibt es hohe Berge. In the southern parts are high mountains. In manchen Gegenden gibt es viele Wälder. In some regions there are a lot of woods. Ja. In manchen Gegenden viele Seen. In some regions more seas, water seas. Die Nordsee. Lakes. Die Ostsee, the North Sea, the ja. Baltic Sea. Ganz unterschiedliche Landschaften, very oder? Different landscape. Und als das Volk Israel das gelobte Land einnehmen wollte, and when the people of Israel started to take over the promised land, haben sie herausgefunden und beschrieben, das können wir in Gottes Wort lesen, wie die Landschaften waren. They found out how the landscape were and that we may read now. Naja, und dann gab es da auch noch Städte. And then there were cities. Mit vielen Menschen. With a lot of people. Und wenn man jetzt so die Stämme fragen würde. And if asking the tribes Hamburg of Israel, oder Bremen, welche Hamburg Stadt? Or Bremen. Das ist sagen meine Güte, was für Entscheidungen. What kind of decisions? Das war nicht so einfach. That wasn't that easy. Und so haben einige Stämme Land eingenommen. And so some of the tribes did take over. Und andere Stämme sind gar nicht erst losgegangen. And other tribes left, they didn't start walking. Was hat Gott gesagt, was sie machen sollen? What did God say that they should do? Er hat gesagt, sie sollen Lose ziehen. And he said, make something like in. Oh, they called. He called. They should do something like, lotto. Yeah, something. But you don't win a lot of money. It is just to find out who will be the first to walk, who will be the second, and who will go at last. Und wir lesen in Joshua 19. And we read in Joshua 19. Im allerletzten Abschnitt. In the very last part. Und als sie das ganze Land ausgeteilt hatten. And when they departed the whole country. Nach seinen Gebieten. Everyone in his part. Gaben die Israeliten dem Josua, dem Sohn Nuns, ein Erbteil in ihrer Mitte. The children of Israel gave to Joshua, the son of Nun, something, a place to live in the midst of their land. Und so war alles verteilt, wie Gott es gesagt hat. Now everything has been distributed as God did say. Wenn du schwere Zeiten hast, if you have ugly times,
kommt manchmal erstmal in uns Protest, oder? Then at first comes protest. Sowas wie, nee, ich will das nicht. As, I don't want it. Das kann gar nicht sein. That isn't possible. Wenn jemand schwer krank geworden ist, sagt er vielleicht, ich will das gar nicht. If someone is severely sick, and he just said, I don't want it. Ich habe immer Fußball gespielt. I always played football. Und jetzt ist mein Knie verletzt. And now my knee is... Ja, und jetzt? And now? Karriere im Eimer. My career is done. Dann fängst du an zu verhandeln. Gott, also wenn du mir hilfst, wieder laufen zu lernen. Then you start talking to God. If you help me, dann würde ich learn vielleicht... To walk again. Ja, manche verhandeln dann ein bisschen mit Gott. Sie werden zu Dealern. Some do this way and ask God. Und manchmal resignierst du dann irgendwann und sagst, schrecklich. Sometimes it's that you resignate. Oder dass du in Depression verfällst. It may be depressive for you. Und das ist schrecklich. And that's bad. Weil wenn du jeden Tag dein Elend so groß vor dir siehst. If you say your sorrows every day so close to you. Dann wird es immer größer vor den Augen. Then it becomes bigger and bigger. Aber wenn du Jesus bittest, dir zu helfen, aus dieser Not rauszukommen. But if you ask Jesus to come out of these sorrows. Und auch annimmst, dass er einen guten Plan für dein Leben hat. And you accept that he has a good plan for your life. Wird es vielleicht trotzdem nicht genauso sein, wie du es willst. It will not be the way you think it will be. Vielleicht macht Gott es ganz anders. Perhaps God makes it different ganz from anders. Me. Totally different from yours. Ich dachte, ich weiß, wie mein Leben weitergeht. I thought how my life will continue. Ich hatte drei Kinder. I had three children. Die Kinder waren noch nicht groß. The children weren't great then. Ich war verheiratet. I was married. Ich war 17 Jahre mit meinem Mann liiert. I've been together with my husband for 17 years. Und ich habe ihn kennengelernt, als ich 17 Jahre alt war. I got him to know as I was 17 years old. Und so war ich 34, wie ihr leicht ausrechnen könnt. So my age was 34, as you may easily count. Und ich war so im Gebet und dachte dann irgendwie. I was in prayer. And somehow I thought, ich weiß, wie mein Leben weitergeht. I know how my life will go on. Der Teil mit meinem Mann wird jetzt immer größer werden als der Teil ohne meinen Mann. The part with my husband will be greater and greater, or bigger and bigger, greater than the part without my man. Ich fand das schön. I was very pleased about it. Und dann kam das Leben ganz anders. And then life did come in a totally different way. Und dann war ich viele, viele Jahre allein mit drei Kindern. And then I was alone with three children for many, many, many years. Kein Geld. No money. Keine Hoffnung. No hope. Schwere Zeiten. Hard times. Nicht die Zeiten, in denen ich gesagt habe, Jesus, danke. There were not the times when I said, Jesus, thank you. Nein, am Anfang habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. At the beginning I thought that isn't true. Dann war ich wütend. Then I was very angry. I was angry. Dann habe ich versucht, mit Gott zu verhandeln. Also wenn. Then I started to discuss with God if. Dann werde ich mehr an dich glauben. Then I will believe you more. Aber Gott ist kein Dealer. But God is no dealer, no merchant. Dann war ich sehr resigniert. Then I resignated. Und ein bisschen depressiv. And a bit of depression came to me. Ich hatte keine Hoffnung. There was no hope. Aber Jesus hat mir neue Hoffnung gegeben. But Jesus did give me new hope. Und dann habe ich akzeptiert, dass manche Dinge anders gekommen sind, als ich sie mir vorgestellt habe. And then I accepted that some things came different as I had imagined them.
Und als ich gar nicht damit gerechnet habe. And when I didn't thought about. Und irgendwie gerade ganz vergnügt allein war. And was very happy or content. Content. I was alone, but I was content. Habe ich jemanden kennengelernt? I got to know someone. Den können Sie nicht sehen, er sitzt nämlich hinter der Kamera. You in the internet will not see him, for he is sitting behind the camera. Gestern haben wir unseren 19. Hochzeitstag gefeiert. Yesterday we had our 19th anniversary of wedding. Es war ein besonderes Fest. It was a special feast. In Deutschland werden die Leute den Kopf schütteln. In Germany the people would shake their heads. Und sagen, warum feiert ihr ein großes Fest zum 19. Hochzeitstag? And asked, why do you feast a great feast at the 19th wedding anniversary? Wir wollten gerne mit allen feiern. We wanted to feast with all of them. Mit der ganzen Familie. With all of the family. Und zwar ein bisschen wie in Afrika. A bit like in Africa. Oder wie in Argentinien. Or as in Argentina. Oder wie in Indien. Or in India. Nicht nur mein Mann und ich, Hochzeitstag, not, sondern... Not only as North Germany ones, sondern my husband and me, Geschwister und Kinder und die Familien und die Cousins und die Cousinen. Siblings, children, cousins, all of the family. Es war schön. Was nice. Und es waren sehr, sehr viele kleine Kinder da. And a bundle of very little children were there. Weil unsere Enkelkinder noch klein sind. Because our grandchildren still are. Manche sind sehr schüchtern. Some were very timid. Manche sind auch nicht so gesund. Some were not healthy. Manche sind zu früh geboren und deswegen sind sie noch sehr Some schwach. Of them had have been have been given birth to too early. They need special care. Ja. Und dann haben wir gedacht, wenn diese vielen Kinder kommen. And then we thought, if these lot of children, if they come, bekommen sie ein bisschen von Jesu Liebe erzählt. Then they will be talked to about Jesus' love. Und das ist nicht nur gut für die Kinder, das ist auch gut für die großen Kinder. That's good for the little children, but it's still and in addition good for the greater children. Und dann haben wir gesungen. And then we sang. Und die kleinen schüchternen Kinder. And the small timid children. Haben alle sich gefreut. They were happy. Und haben gehört, dass Gott sie liebt. And did listen to that God loves them. Und sie haben mitgesungen von Gottes Liebe. And they sang with us about God's love. Und wir haben den Erwachsenen erzählt. And we did talk to the adults. Es ist wichtig, dass ihr mitsingt. It's important that you sing with us. Das ist gut für die Kinder. That's good for the children. Und wenn ihr das Lied nicht kennt, ihr lernt es. And if you don't know the song, you will learn it. Und alle Erwachsenen und alle Kinder. And all of the adults and all of the children. Haben von der Liebe Gottes gesungen. Did sing about the love of God. Und das vergisst du nie. Musik. And that trägt sich you ein, will oder? Not forget. Music is something that that keeps at your heart. Und dann haben wir ein bisschen gehört aus dem Wort Gottes. Then we shared a little of God's word. Dass wir Licht sein sollen. That we should be light here on earth. Weil Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. For Jesus did say, I am the light of the world. Und dann haben wir ein bisschen geguckt, was passiert, wenn man einen Eimer über eine Kerze stellt. And then we looked, what will happen if you put ein Eimer, basket. A basket over a candle. Dann siehst du nichts mehr. Weil die Candle erleuchtet. Ich habe nur die Kinder gefragt, ob sie Putzeimer zu Hause haben. Okay. I only asked the children whether they have baskets at home. Und sie haben gesagt, ja, haben wir.
Yes, we have. Und dann habe ich gefragt, und wenn ihr Kerzen anzündet, stellt ihr dann die Eimer darüber? And when you have candles, will you put the baskets over them? Sie sagen, nein, dann wird es doch dunkel. No, they said, it will become dark. Ich sagte, genau, und weil wir Licht brauchen. And I said, yes, because we need light. Stellen wir die Lichter zusammen. We put the candles together. Jeder von uns soll ein Licht sein für Jesus. Every one of us should be a light. Und Jesus hat gesagt, durch euch wird es heller in der Welt. And Jesus said, by you as lights, it will be lighter in the world. Und wenn wir uns deutlich machen und immer wieder auch sagen, weil wir es glauben wollen und weil wir es glauben. And we would say, because we believe. Weil wir es glauben, yeah, sagen wir uns, ich will mein Licht heller scheinen lassen. I will let my light shine lighter. Und auch das gibt mir neue Zuversicht. And this is new hope for me. Neue Kraft. No strength. Und ich vertraue darauf, dass Jesus meine Perspektive ändert. I trust that Jesus will change my perspectives. Das heißt nicht, dass das Leben immer leicht ist. That will not say that life is always easy. Wenn du eine Ausbildung beginnst. If you start an education. Ist vieles neu. A lot of it is new. Neue Kollegen. New colleagues. Neue Inhalte. New contents. Und erstmal ist vieles fremd. A lot of it is strange. Aber Jesus ist größer als die Umstände. Jesus is greater than circumstances. Und er wird dir dadurch helfen. And he will guide you through. Und der Heilige Geist kann dir jeden Tag neue Kraft schöpfen. And the Holy Spirit will give you every day a new strength. Wenn du das mal erlebt hast, if you would experience this, dann wirst du mutiger. Then you will come more courageous. Schritte im Glauben zu gehen. To walk steps of faith. Und ich möchte zum Schluss jetzt mit euch ein Lied singen. And at the end, I would like you to sing a song with me. Und weil ihr zu lange gesessen habt und bald einschlaft. Because you sat too long and you fell asleep. Vielleicht. Perhaps. Steht doch mal auf, wenn ihr könnt. Stand up if you can. Und dann singen wir zusammen, okay? And then we sing together. Aber ihr helft mit. You help. Klatschen, trommeln. Okay. Drums, clapping. Ihr könnt das besser als ich. You know okay. It better than me. This little light of mine, I want to let it shine, okay? This little light of mine, I want to let it shine. This little light of mine, I want to let it shine. This little light of mine. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch dieses Video hier angeschaut habt. Ich blende euch hier nochmal unsere Social Kanäle ein und ich wünsche euch einfach noch eine gesegnete, schöne Woche und natürlich auch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, sagt die Freie Christengemeinde Zeven. Auf Wiedersehen.